Willkommen zurück zu FIFA 15. Seasons Modus. Pokalspiele stehen an. Premier Cup. Wir sind im Halbfinale. Und wir rocken das Ding. Wir holen uns den Titel. Dafür brauchen wir noch zwei Siege. Und die holen wir uns logischerweise mit Real Madrid. Wie immer. Wir spielen gegen Real Madrid. Mit Real Madrid. Das wird spannend. Welcher Madrilener wird sich hier wohl durchsetzen? Oben startet schon mal Ronaldo. Er hat einen guten Griff. Oh, war er da noch dran? War er nicht. Er spielt mit Casillas im Tor. Ich mit Navas. Von links nach rechts geht es für mich momentan in den weißen Trikots. Das war richtig schön gespielt von Ronaldo. Die Tricks waren gut. Die waren richtig gut. Sonst wäre ich da nicht vorbeigekommen. Oh, er hat den Braten gerochen. Ich habe zu lange gebraucht. Schon. Oh nein. Oh, gut geklärt. Schade, da kommt man selber nicht mehr ganz ran. Hier Backball. Ja, der findet auch kurz aus. Ne, der letzte Gegner, als ich das letzte Spiel angeschaut habt, hat es dann auch mitgekriegt. Oh, war das knapp. PP hinter Bale her. Ramos kriegt ihn nicht ganz. Na was, ganz stark. Modric läuft runter. 1 gegen 1. Nein, der ist drin. Na was? Was ein Tier als ist es und danach sowas noch. Ist das bitter. Ich krieg da den Ball nicht weg. Na was hält der Bären stark und dann kriege ich den Ball nicht weg. Dann spiele ich mal hier rüber und dann nach unten. Das sieht doch gut aus. Alles schön sauber. Einmal komplett die Seite verlagern. Bale. Benzema. Gut gespielt. Da oben läuft Benzema wieder. Und Benzema macht ihn. Schönes Tor. Das hier hält aber nicht allzu dolle. Deswegen werden wir auch nicht im Tor stehen. Oh nein. Oh. Der war nicht gut. Kommt aber nochmal. Unten läuft Ronaldo. Kommt an. Ronaldo. Am Tor vorbei. Zurück in die richtige Richtung hier. Ja, das ist die richtige Richtung. Bale ist durch. Bale, Bale gegen Casillas. Bale macht die 71. Minute. 2:1 Real Madrid. Das war das richtige Real Madrid. Mein Real Madrid. Anders lenken. Ganz oben läuft noch Bale. Und der geht vorbei. Mann, ist es ärgerlich. Der kommt perfekt auf Ronaldo. Der kommt perfekt auf Ronaldo und der macht ihn. Super bitter. Ich habe ja vorgewandt. Ganz unten Ronaldo macht ihn. 3:2. Schönes Ding. Mal sehen, ob er das noch einholen kann. Modric holt sich den Ball. Und da ist Benzema komplett frei. Kurzes Eck. Gegen den Pfosten. Den muss ich machen. Da werde ich jetzt aber nicht mehr wechseln. Wenn es um die Verlängerung geht, dann schon. Ist ja klar. Das wird wahrscheinlich die Verlängerung gehen, glaube ich. Schießt Ramos halt das Tor. Und zwar was für eins, als ob Ramos sowas könnte. Volley und da offenbar, ja, natürlich. Ja gut. Das ist jetzt echt ärgerlich. Dann will ich mal wechseln. Benzema. Zu Ronaldo. Ronaldo mit der Chance. Haut das Ding vorbei. Oh, mit vereinten Kräften. Das war doch kein Foul. Hm. Oh, ich stelle mal lieber einen hin. Sicher ist doch eher sicher. Ne? Jetzt macht das nochmal ganz spannend. Jetzt bin ich dran. Und Benzema. Auf dem Weg zum Tor. Benzema. Ganz unten läuft Ronaldo. Kriegt er den Ball runter. Er kriegt den Ball nicht runter. Wenn er den Ball in dem Moment runterkriegt, dann ist das das Tor. Das ist so ärgerlich.
diese Riesenchance. Wieder Elfmeterschießen. Hatten wir schon mal. Wir fangen wieder rechts an. Sauber getroffen. Schönes Ding drin. Er schießt nach links. Ja. Nochmal rechts. Ja, komm, nochmal rechts. Schön. Er schießt in die Mitte. Ich würde sagen, nach links. Schönes Ding. Und er schießt nach links. Nach rechts, aber gegen den Pfosten, und damit ist es vorbei. Gewonnen. Hammergeil. Super Elfmeterschießen. Super Elfmeterschießen. Die Leistung, die ich gerade im Spiel gezeigt habe, will ich auch im Finale sehen. Bitte mit weniger Gegentoren, das wäre ganz lieb. Ich würde sagen, wir sehen uns dann auch wieder im Finale, ne? Nicht im Halbfinale, im Finale. Ja? Morgen, Finale, vormerken. Wir sehen uns. Ciao.